Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Exvius. So, seid ihr bereit für etwas mehr Storyline? Ich bin es auf jeden Fall, denn ich möchte wissen, wie es weitergeht und außerdem brauche ich mehr Lapis, damit wir weiterhin ganz ordentlich farmen können. Und wenn ich sage, wir ganz ordentlich farmen, meine ich mich damit. Ne, immer schön offscreen, immer schön Tickets kaufen, Barmut verprügeln, aber nur den, wisst ihr hier, den Raubzug. Das andere Ding ist, glaube ich, noch ein bisschen zu stark, aber wir kommen gut voran. Ich zeige euch mal ganz kurz was, bevor wir reinspringen in die Story. Und zwar, Entschuldigung, hier, Ansehen verkauft, da wollte ich hin. Und ich muss ein bisschen Nein! Meine Maus. Ich muss ein bisschen scrollen. Hier, 93. Ja, Sirius schon Level 93. Also, wir können zwar, wenn wir Sirius mitnehmen, vielleicht das Ding nicht schaffen, wo wir keine Grünmagie benutzen dürfen. Aber das wäre mir egal. Hauptsache, wir schaffen es irgendwie. Und zwar hier, Prüfung, ne? Prüfung heißt das. Da ist es so, wenn man keine Grünmagie benutzt, kriegt man 10.000 Raubzugsmünzen. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Ist zwar ziemlich cool, wenn man das kriegt, ja, aber ich muss es nicht haben. Den mit einem Esper zu besiegen, ist mir auch egal. Das ist mir auch egal. Ich will es eigentlich nur überhaupt schaffen für den Treue-Mogri. Huch, nein, das machen wir jetzt nicht. Zumal wir momentan noch niemanden starken zur Auswahl haben, den wir mitnehmen können für diesen Event. Aber wir haben noch ein paar Tage Zeit. So, wir gehen rein in die Welt. Und zwar nach Olderion. Da hat sich ja, nachdem wir zuletzt erkundet haben, hier das Geisterschiff erkundet haben, der Witwencup aufgetan. Und da gehen wir jetzt auch hin. So, der Arm ist fürs Erste bandagiert. Ist vielleicht besser, wenn die Leute ihn nicht sehen. Sonst stellen sie alle möglichen Fragen. Zum Beispiel, warum bist du so ein Armleuchter, Rain? Danke. Du bist wie immer eine große Hilfe. Nicht der Rede wert. Ich helfe dir jederzeit, wenn du mich brauchst. Zwinker. Ich habe genug vom Banditendasein und all dem Kram. Ach, so schnell wurde sie rehabilitiert? Ja, wette, du wärst ein toller Fährmann oder Fährfrau, solange du die Leute nicht ausnimmst jedenfalls. Komm, El, wir sollten los. Ja. Ist das ein Amulett? Das hat mir Arusha gegeben. Dabei hatte ich ihr gesagt, dass ich schon zurechtkomme. Sie hat wohl kein großes Vertrauen in mich. Was redest du da? Jeder normale Typ wäre froh, wenn so ein süßes Mädchen sich um ihn sorgte. Rain. Bin ich denn überhaupt eine Hilfe? Ich weiß es nicht, aber du hast einen zweiten Schatten. Was ist los? Was soll die Frage plötzlich? Sei ehrlich, bitte. Ja, also bis jetzt hast du überhaupt nichts gemacht. Wichtig ist nicht, was am Ende dabei herauskommt. Was zählt ist, dass du tust, was du kannst, solange du kannst. Genau, wenn du das tust, dann, naja, hast du getan, was du konntest. Er hat sich bemüht, den Anforderungen gerecht zu werden. Alles, was ich kann, solange ich kann, was nicht sehr viel ist, aber gut. Oh, noch was, aber Rain hat schon recht, solange man tut, was man kann, solange man es kann, hat man wenigstens etwas getan und das ist viel mehr wert, als gar nichts zu tun. Dein Instinkt im Kampf ist gut, Al.
Wenn du weiter trainierst, wirst du eines Tages ein großer Krieger sein. Darauf gebe ich dir mein Wort. Und das kommt vom Armleuchter. mit dem Daumen nach oben. Das Wort eines Ritters von Grandchild. Danke, Rain. So, dann wollen wir mal Witwen Cup bucht. Nein, das heißt natürlich bucht. Füge einem Gegner Windschaden zu, benutze dreimal einen Limitrausch. Kriegen wir alles hin. Und wen nehmen wir denn hier mal mit? Ja, für Windschaden können wir eigentlich, wir nehmen den guten Danne mit. Der hat seine Dunkelfiene zur Verfügung gestellt, die auch Windschaden kann. Kann nicht schaden, ne, wisst ihr? Also, los geht's. Ja, ich habe ordentlich Energie aufgeladen und die Energie, die werde ich verbrauchen für den Level. Das ist in Ordnung. Und alles, was noch übrig ist, verfarme ich dann. Du bist kein Problem für meinen Bruder und mich. Selbst wenn es dazu käme, wäre das kein Problem. Jeder trägt seinen Teil bei. Ein Teil. Ja, okay. Nadelpicker. So, lieber Danne, mach doch mal Erogar mit deiner Dunkelfieder. Los geht's. Und alle anderen greifen an, damit wir noch Limits machen können. War doch so, ne? Jetzt muss ich schon wieder nachgucken, Mensch. Es ist erstaunlich, wie schnell man das vergisst. Genau, dreimal Limitrausch. Okay, nicht dreimal Magie, sondern dreimal Limitrausch. Jetzt können wir eigentlich immer nur angreifen hier. Seeskorpion. Ich glaube, es waren 4 Kämpfe, ne? Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Ja, 4 Kämpfe, jawohl. Also greifen wir noch einmal mit allen Charakteren physisch an, um möglichst viel Limit aufzuladen. Und das sollte auch reichen jetzt. Nein, hat noch nicht ganz gereicht. Oh, Lebenspunkte halbiert, so wie es aussieht. Aber jetzt. So, dreimal Limitrausch kriegen wir hin. Einmal mit Terra, einmal mit Rain und einmal mit Laswell. Los geht's, Freunde. Wolkenbeben, Nova Glanz, Gehennerklinge. Und damit haben wir die nächsten 50 Lapis gesichert. Ja, perfekt. So, steile Klippen. Was haben wir hier? Feuerschaden zufügen, dreimal Limitrausch. Auch das kriegen wir hin, denn wir haben ja Rain dabei. Wen nehmen wir denn als Verbündeten mit? Ich möchte mir Nova gerne aufheben. Ich brauche nämlich seinen Noctis unbedingt, um noch Bahamut zu farmen offscreen. Deswegen auch hier, ne, den Noctis von Skeeth oder Skite, ne, Skeeth, Skeeth. Wer auch immer das ist, aber er hat einen sehr starken Noctis zu unserer Verfügung. Wir können aber Neuros in Sphirion eins. Oh nee, wir nehmen Dragus Lightning. So, die setze ich eh nicht zum Farmen ein, deswegen nehmen wir sie so jetzt. Und los geht's. Selbst Laswell und ich können nicht alles. Andere müssen uns helfen. Freunde sind dazu da, sich gegenseitig zu helfen. Selbst Nickel und Luca können nicht alles. Tu nur, was du auch kannst. Also das ist die, ändern die Namen irgendwie immer wieder ab. Tu nur, was du auch kannst. Wie auch immer. Auf jeden Fall, tun, was wir können. Greifen allen normal an, aber Terra macht Feuerschaden. Und zwar Feuer. Stimmt, der Terra kann das ja auch, ne? Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben Rain dabei, aber Terra ist da ja auch gut drin. Ja, also, ne, das ist eben die Sache eines Teams. Jeder tut seinen Teil. Jeder macht das, was er kann. Und dadurch kriegt man eben
alles im Gesamten hin. Das heißt, niemand muss hier alles können. Der sieht süß aus. Mümmler. Hier, ne? Der heißt Mümmler. Der ist auch von Final Fantasy, von Final Fantasy 6. Da gab es auch die Mümmler. Ich glaube so, das Monster-Design generell hier in Brave Exvius ist an Final Fantasy 6 angelehnt. Final Fantasy 6 war ja im Prinzip der letzte reguläre Teil, der 2D war. Also 2D. Und dementsprechend wurden davon auch die meisten Monster genommen aus Final Fantasy 6. So interessant, dass Drago... Ach so, genau. Ach so, da fällt mir gerade auf. Ich habe ja schon letzte Episode gesagt, ah ja, Dragos Lightning, Dragos Lightning. Drago wollte ja Lightning immer haben. Jetzt hat er sie ja. Das ist mir doch gar... Das ist mir jetzt bewusst geworden. Also da freue ich mich erstmal riesig für den guten Drago Sani, dass er es geschafft hat, endlich Lightning zu bekommen. Das ist ja mal geil. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich frage mich, ob das auch in diesem kostenlosen Pool war. Ich wollte gerade sagen, das kann ja gar nicht sein, dass das Lightning noch gar nicht Level 100 ist. Aber das liegt daran, dass er sie ja die ganze Zeit gar nicht hatte, aber unbedingt haben wollte. So war das nämlich. Interessant. Ich bezweifle ja, dass Drago Sani sich das hier anguckt, aber sollte er es doch sehen, wünsche ich ihm auf jeden Fall, ja, also Gratulation, so rum, ne, wollte ich sagen. Nicht Wünsche, sondern auf jeden Fall Gratulation. Herzliche Gratulation wünsche ich ihm. So, dafür, dass er es geschafft hat, endlich Lightning zu bekommen. Okay, weiter geht's. Tosende Brandung. Kein Limitrausch, mindestens dreimal Magie. Auch das kriegen wir hin, das ist wieder das Gegenteil, ne? Vorher dreimal Limitrausch, einmal Magie, diesmal dreimal Magie und kein Limitrausch. Naja, nicht ganz das Gegenteil, aber ihr wisst schon, was ich meine. Neuros, den hebe ich mir auch gerne auf. Aber vielleicht irgendjemand Neues. Irgendjemand Neues. Komm, wir nehmen einfach mal sie hier mit. Warum eigentlich nicht? Mercedes passt doch jetzt wunderbar rein. Auf geht's. Dreimal Magie und kein Limitrausch, das kriegen wir hin. Wir können eigentlich alle die ganze Zeit... Ach hier, guck mal, drei Mümmler. Ne, Mümmel, 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 die Bümmel. Für die Leute unter euch, die noch Final Fantasy 6 kennen. So, wir machen hier einfach, wir hauen einfach alles raus an Magie, was wir haben. Warum eigentlich nicht? Da spricht überhaupt nichts dagegen. Alle anderen, die normal angreifen müssen, greifen halt normal an. Okay. So, Litz, ja, die machen einfach alles normal hier. Kann sie nicht noch irgendetwas, wo sie... Hier, Sperrfeuer. Genau, so. Und dann machen wir mal... Moment. Missionen. Genau, dreier Magie, kein Limitrausch, passt. So, Auto. Einmal Auto und jetzt machen wir eigentlich nur noch erneut. Ich glaube, Sperrfeuer ist hier ein bisschen Overkill, deswegen greife ich jetzt einfach nur auf normal an. Die scheint auch mit zwei Waffen ausgerüstet zu sein, das heißt, die greift jetzt achtmal an insgesamt. Mit einer fetten Axt. Ich meine, wer arbeitet als Piratin auf einem riesigen Schiff mit einer so fetten Axt? Aber gut. So, wir machen erneut. Die Elementkette von Rain und Terra und Laswell noch mit seinem Eis mit dabei. Wieder erneut. Hier diese Nadelpicker. Ich finde auch den Hintergrund ziemlich cool, muss ich sagen. Mit diesen Schiffswracks hier, ne? So, machen wir doch mal erneut und das war's dann. Ich bin immer dazu verleitet, wenn die Limit Break Anzeige hier aufleuchtet, Limit zu machen. Oder Limit Rausch, ne? Auftrag beendet.
Sehr gut. Wir schicken mal keine Anfrage. Ja, ich habe meine Freundesliste mal ein bisschen aufgeräumt. Also Leute rausgeschmissen, die schon seit über einem Monat inaktiv sind. So, dass ich nochmal Platz habe für aktive Leute. Dann gibt es auch mehr Freundschaftspunkte wieder. Rissige Felswand. Benutze Schwarzmagie und ohne Kampf wegen Verbündeten. Das kriegen wir auch hin. Wir machen ja nichts anderes als Schwarzmagie benutzen. Vielleicht finden wir jetzt ein paar interessante, nette, neue Leute, die wir in unsere Freundesliste aufnehmen können. Übrigens für alle die neu mit einschalten, in der Beschreibungszeile unten findet ihr immer meine Spiel-ID. Dann dürft ihr mich gerne anfragen und ich nehme eure Anfragen gerne an, denn ich möchte möglichst eine Freundesliste aus ganz vielen aktiven Spielern haben und Zuschauern. So, aufbrechen. Okay, wir schwarzmagierisieren mit allem, was wir haben. So, Eisgar. Eigentlich reicht das hier schon. Wir benutzen einfach wieder dieselbe Strategie, die wir in dem Kampf vorher benutzt haben. Spam einfach die ganze Zeit Schwarzmagie und das war's dann. Natürlich macht Terra hier den größten Schaden, weil wir, also wenn wir jetzt Terra nicht mitnehmen würden und keine Ahnung, einen anderen schwachen Charakter oder sowas in der Richtung. Also die beiden, Rain und Laswell, machen eben nicht so viel Schaden mit ihrer Magie. Aber spätestens an diesem Punkt sollte jeder Spieler, jeder, der dieses Spiel spielt, auch kostenlos spielt, mehr als genug Charaktere haben, die er einsetzen kann. Ich wollte ja immer bei den Hauptstory-Charakteren bleiben, möglichst, um zu zeigen oder um zu sehen, ob man das Spiel auch nur mit den Standard-Charakteren durchspielen kann. Man kommt zumindest sehr, sehr weit. Ja, ich könnte Last Flare mittlerweile auch auf 6 Sterne bringen, was auch funktioniert. Und Fina und Lit werden auch noch nachziehen irgendwann. Also Fina wird nachziehen auf 6 Sterne, das weiß ich definitiv. Lit bestimmt auch noch irgendwann mal. Und an dem Punkt hat bestimmt jeder Spieler mittlerweile mehr als genug Charaktere, die eben, also mehr als genug Visionen sozusagen, die er einsetzen kann. Das heißt, ich kann dann ab einem bestimmten Punkt ruhigen Gewissens die kompletten Story-Charaktere austauschen und dafür, habe ich auch mal Anfragen hier, warum eigentlich nicht? Ich kann dann irgendwann an einem bestimmten Punkt die kompletten Story-Charaktere austauschen. Keine Magie und schließe ab ohne Kampf wegen Verbündeten. Okay, das kriegen wir auch hin. Keine Magie, dann nehmen wir auch einen Nahkämpfer mit. Einen starken Nahkämpfer, der vielleicht auch noch Flächenschaden beherrscht. So etwas wie Lightning vielleicht. Lightning hier macht einen ziemlich starken Eindruck. Komm, wir nehmen mal die Lightning mit. So, und dann auf geht's. Lightning ist auch immer ein guter Mittelweg zwischen keine Magie benutzen, aber trotzdem Magie einsetzen können, magischen Schaden machen. Okay, wir greifen einfach immer normal an hier. Will aber ganz kurz gucken. Keine Magie und ohne Kampf wegen Verbündeten. Na gut, sehr gut. Der Mümmler hat es überlebt, ist aber vergiftet. Er beißt und stirbt. So, die nächste Runde. Wir machen das mal andersrum. Neue Runde, neues Glück. Und auch den Isegrim haben wir nicht besiegt. Isegrim auch ein typischer Gegner aus der Final Fantasy-Reihe. Auch ziemlich cool. Achso, jetzt ist ein Gift gestorben. Na gut. Bin ich gar nicht mehr zum Angreifen, obwohl ich doch klicken konnte. Oh shit, der ist ja riesig. That's what she said. Wir machen mal elektrische Walze. Ist ja keine Magie, ne? Greifen trotzdem normal an. Nicht, dass das nötig wäre oder so, aber ich will da ein bisschen... Naja, ich will nicht so viel Zeit verplempern mit diesen Viechern. Und hier ist der Boss. Oh, Scheibenkleister. Das sind alles Granaten. Na gut, wir machen auf jeden Fall Eiswalze.
So, wir dürfen ja keine Magie benutzen, aber wir benutzen alle unsere Limits. Oh nein, wisst ihr was? Doch, wir benutzen alle unsere Limits. Wir löschen einfach auf einen Schlag aus. Ich hoffe mal, das heilt die nicht, aber ich glaube, das gibt's hier nicht. Höchstens ineffektiv. Und Laswell greift normal an. Okay, los geht's! Okay, also die haben auf jeden Fall eine verdammt hohe Verteidigung. Und das ohne Kampf wegen Verbündete zu schaffen, haben wir schon gar nicht mehr hingekriegt. Na gut, dann machen wir mal hier Folgendes. Das da. Und ich würde sagen, wir machen noch mal Eiswalze. So, auf alle. Er macht auch mal Wolkenbeben. Und er hier, na gut, das bringt eigentlich gar nichts. Der greift eigentlich, der macht normal, ne, der macht, wo ist es? Das ist ihr Anführer. So. Und sie macht Heilkraft auf sich selbst. So, zack, zack. So, ich hoffe, die sprengen sich jetzt nicht alle in die Luft und töten uns alle. Ja gut, damit kann ich leben. Ich gehe später einfach nochmal rein mit einem stärkeren Team. Ne, ihr seht schon, es wird langsam härter, um das mit den billigen Charakteren zu schaffen. Billige Charaktere wie Lightning zu schaffen. Aber, naja, wenn wir mit einem ordentlichen Team hier reingehen, schauen wir die auch so weg. So, Laswell, was bedeutet Rain eigentlich für dich? Wie bedeutet? Ich verstehe nicht. In der Gegenwart von so einer Person ist es sicher nicht einfach. Da fällt mir die Antwort leicht. Rain ist einfach großartig. Jedoch kann nur ich ihn beschützen. Ich verstehe, es liegt also alles in deiner Hand. Ganz genau. Ja, ich gehe noch einmal rein mit einem stärkeren Team. Vielleicht nehme ich, keine Ahnung, irgendeinen starken Noctis mit oder so und mache das dann offscreen, dass wir keine Kampf mit Verbündeten verlieren. Also keine Kampf mit Verbündeten haben. Wichtig ist, dass wir 100 Lapis haben. Das ist toll. Ich will ja noch Energie sparen, ne, zum Farmen. Ja, schick mal eine Anfrage, ein Lightning kann nicht schaden, auch wenn jetzt nicht so super ausgerüstet ist. Kann der noch kommen? So, das nächste Gebiet, das wir uns anschauen, ist der unterirdische Strom. Das machen wir dann in der nächsten Episode. Vorher gehe ich nochmal ganz kurz hier rein und sammle mal alles ein, was wir einsammeln können. Das sind 240, also kommen wir auf 600 Lapis. So, ich zeige euch mal ganz kurz den Zwischenstand. Tag der Aufnahme ist ein 15. Mai und Montag, der 15. Mai. Ich gehe mal ganz kurz hier in den Raubzug und zeige euch mal ganz kurz, wo ich aktuell bin. Wir haben ja Zeit noch, ich weiß gar nicht, wie lange der Raubzug noch geht, bis zum 26. Also wir haben den 15. noch 11 Tage Zeit. Und ich befinde mich hier bei der 236.000er Marke. Also das heißt, den Treuemogel habe ich zuletzt bekommen hier. Ich arbeite mich weiter voran. Wir haben die Robe bekommen, die wollte ich auf jeden Fall haben. Die war mir wichtig, anschwellende Kraft und den ganzen anderen Kram, hier Brodelnder Kessel und so, das wollte ich unbedingt alles haben. Also, hat alles geklappt. Alles weitere ist Bonus, was wir noch kriegen. Ja, da freue ich mich auch drüber. Und ganz besonders freuen würde ich mich, wenn wir es bis hierhin schaffen, ne? 958. Das ist dann das nächste große Ziel. So, also, ich beende ja an der Stelle die Episode. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, dann mache ich zukünftig alles besser. Ansonsten danke ich wie immer herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. In der nächsten Episode machen wir weiter mit der Story, farme noch mehr Lapis, die ich ja immer regelmäßig ausgeben muss, um weiter offscreen farmen zu können. Und, ja, wir nähern uns langsam dem Ende diesen Kapitels, dem Wasserschrein, ne, dem Wasserschrein-Kapitel und alle, was eben so mit Wasser zu tun hat. Und ich glaube, so gegen Ende des Kapitels, wenn wir da angekommen sind, dann sind wir auch schon bald so weit, dass wir es noch einmal gegen Barmut versuchen können, dann aber gegen die Prüfung. Also, vielen herzlichen Dank und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss!